Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Heute wieder in Röttgesbüttel bei der Feuerwehr und heute auch ausnahmsweise mit falschem Namensschild. Leider beim letzten Dienst drangelassen, macht ja nichts. So, wie gesagt, ich bin in Röttgesbüttel, die anderen kommen gleich, aber wir wollen vorab nochmal euch was zeigen und dazu habe ich ein bisschen Unterstützung und zwar zwei Kameraden. Einmal der Jan, den kennt ihr schon aus dem letzten Schaumvideo und Hendrik heute wieder mit uns, okay? Und heute gehen wir mal ein bisschen Spaß haben, ne? Wir zeigen euch noch ein paar Kleinigkeiten. Los geht's! Ihr werdet gleich sehen, wenn wir gleich einen richtigen Einsatz fahren mit der Feuerwehr in Röttgesbüttel, dass wir richtig einen Bereitstellplatz schaffen, wo die Materialien, die wir brauchen, bereitgestellt werden. Das werdet ihr im nächsten Video sehen. Ich habe aber hier rausgelegt einmal einen Trennschneider, akkubetrieben. Will ich mal zeigen, wie wertvoll sowas Kleines sein kann. Und ich wollte nochmal darauf eingehen, im letzten Video ging das so ein bisschen unter, wie man Scheiben öffnen, einschlagen kann. Natürlich machen wir es nur, wenn man sonst nicht ans Auto rankommt. Wenn die Tür aufgeht, mache ich keine Scheibe kaputt, weil die Frage gekommen ist. Das geht also darum, wie die Türen verzogen sind oder so ungünstig liegt das Fahrzeug, dass man sonst nicht anders rankommt, um den Insassen zu helfen. So, was braucht man, um eine Scheibe einzuschlagen? Man kann sozusagen nutzen so einen Nothammer, auch mit so einer Spitze. Hier sogar die Variante mit Kurzschneider auch dran. Sowas gibt es auch. Sowas hängt auch oft in Bussen, achte mal drauf, oder in Bahn. Dann, wie gesagt, dieses Rettungsmesser haben ja meist nur Feuerwehrleute oder Leute aus dem Rettungsdienst. Und es gibt auch so kleines niedliches Teilchen, wo man wunderbar hier so einen Notfallkörner dran hat, dass man eine Scheibe drückt und auch so einen Mini-Gurtschneider hat man auch dran. Ne, so ein Rescue-Tool kann einem schon mal im Notfall sehr behilflich sein. Kleines Ding kann man sich mit dem Anhänger an Schlüsselbund hängen oder ins Auto irgendwo an sicheren Platz. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, bevor es hier gleich losgeht, die sind schon alle bereit, mal ganz kurz, wie man das Ding einsetzt, okay? Los geht's. Wichtig ist auch hierbei, auch wenn man sowas mal kurz vorführt, ist der nächste Unfall meist vorprogrammiert. Deshalb immer persönliche Schutzausrüstung, richtige schnittfeste Handschuhe auch anziehen. Achtet, denkt an eure eigene Sicherheit und natürlich gleich Visier runter. Okay, ich werde jetzt mit diesem Körner gleich mal gucken, wie das funktioniert. Wichtig ist, wenn man einen Platz sucht, wo man das anwendet, bitte nicht an der Mitte der Scheibe, sondern möglichst irgendwo an der Ecke. Ne? Hier vorne, das ist ein Unterschied. Okay, ich werde jetzt mal kurz hier vorne das mal ansetzen. Und ich drücke das jetzt leicht dran. Gemerkt? Ganz einfach, ne? Wenig Kraftaufwand, sehr effektiv. So ein kleines Ding. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal ins Auto zu legen. Das kostet echt nicht viel, ne? Und das schafft wirklich Luft. Natürlich, wenn hier Personen drin sitzen, weil die Frage auch kam, die blenden wir jetzt aus. Hier ist keine Person gerade drin. Wir spielen jetzt gerade nur ein bisschen. Ne? Wenn hier Personen drin wären, würden wir die natürlich schützen, dass die keine Glassplitter abbekommen. Oder die Scheibe ganz anders nochmal abkleben. Das seht ihr gleich im Einsatz, wenn die richtigen Profis kommen. Ne? Aber jetzt nochmal kurz, damit ihr seht, der Nothammer wieder funktioniert. Will ich jetzt mal kurz von innen mal in die Scheibe raufhauen und gucken, was passiert. Okay? Achtung, 3, 2, 1. Auch effektiv, ne? Okay, das nur mal zur Ergänzung. Wie gesagt, und ich bin froh, das fliegt ordentlich. Hier können die Kameraden nachher ordentlich fegen, aber es ist sehr effektiv, ne? Also man braucht nicht nur dieses Messer. Es geht auch anders, ne? Wie gesagt, ein kleiner Körner, super. Okay, kommen wir jetzt mal kurz zur Motorhaube. Los geht's. Wenn ihr mit Trennschneidgeräten arbeitet, ob die groß sind oder klein, spielt keine Rolle, müsst ihr eure Augen vor allen schützen. Und zwar mit einer Schutzbrille. Da reicht dieses Schutzvisier nicht aus, weil die Funken können drunter fliegen. Okay, das heißt, ihr würdet die Schutzbrille aufsetzen und zusätzlich einen Gehörschutz. Das kann so aussehen, was auch immer ihr habt. Manche haben auch so kleine Oropax. Okay, ich mache mir gleich so kleine Pröppel rein. Und wir werden jetzt mal kurz mit der Flex, werde ich euch mal zeigen, wie man mit diesem kleinen Trennschneidgerät Akku betrieben. Dass man nicht immer ein Riesengerät braucht, kein Notstromaggregat, Kabel, einen Trennschneider, den man mit zwei Leuten tragen muss, sondern so ein kleines handiges Ding kann auch sehr behilflich sein. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussehen könnte, okay?
Alles klar, los geht's. Bei dem Motorhaum rausdrehen, man macht das ja meist, wenn Motorbrand ist, gerade wenn die Motorhaums zur anderen Seite aufgehen und wieder wie auch immer. Denkt daran, nur der Sicherheitshinweis, moderne Motorhauben haben teilweise ja Treibladungen dran, ähnlich wie beim Airbag, die Motorhaube, das geht darum, wenn man einen Menschen auf der Straße erfasst und der knallt auf die Motorhaube, dann gibt es einen Sicherheitsmechanismus, der die Motorhaube anhebt, anliftet. Ne? Und das sind zwei pyrotechnische Teile, die mit eingebaut sind. Da muss man aufpassen, dass man nicht sowas erwischt. Okay, das ist wichtig. So, das heißt, wir werden jetzt mal kurz, hier bei dem Auto ist das unspektakulär, betrifft meist etwas neuere Fahrzeuge. Wir werden jetzt mal kurz zeigen, wie man die Motorhaube einfach rausnehmen kann. Okay? Und dazu nutze ich halt dieses kleine Trennschneidgerät. Okay? Gut. Kurz die Schutzbrille auf. So. Ich brauche jetzt nur die eine Seite rausschneiden und ihr werdet gleich sehen, was wir da machen können. Okay? Die Kameraden halten fest. Ihr haltet auf. Okay? Ich trenne ab. Das war schon. Und eine Seite losgeschnitten, zur anderen Seite rübergezogen. Das heißt, man kann einen riesen Aufriss davon machen oder man packt ja mal so ein kleines Ding aufs Fahrzeug. Ne? Das wäre jetzt mein Tipp. Okay? So, und hier kommen wir jetzt wunderbar ran. Alles top. Super. So, das war nur ein kleiner Ausflug für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wichtig ist jetzt, wir wollen nämlich die anderen Kameraden scharen schon mit den Füßen. Die wollen hier jetzt bei für euch. Das wird der nächste Film, also schaut gleich nach. Wichtig ist, das Allerwichtigste heute ist, Jan hat heute Geburtstag. Das heißt, ihr müsst nicht nur Gefällt mir drücken, für ihn gibt es heute ordentlich Herzchen, okay? Auch bis das Video fertig ist, dauert es ein paar Tage, aber ich hoffe, Kamerad Jan kriegt von euch ein paar Grüße. Das gehört sich einfach so. Jan, alles Gute nochmal. Danke. Und wie alt er ist, verraten wir nicht. Sonst schreiben wir noch mehr Mädchen, ne? Alles klar. Gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer Feuerwilli. Bis dann. Tschüss. Yeah.